Living Earth ist, der uns immer bewusster wird, wie wichtig und wunderbar es ist, neben der Möglichkeit, dass wir uns alle finden und vernetzen können, sind die Solutions. Und das ist auch etwas, was jetzt gerade sehr, sehr spannend ist im Aufbau, weil wir euch, sobald es möglich ist, noch bevor wir quasi in die erste Online-Phase gehen, wo wir alle uns treffen werden, bevor wir dann richtig offiziell online gehen, wir euch, ich kann noch nicht genau sagen, ob es in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen sein wird, eine Einladung schicken werden, eure Solutions schon auf die Plattform zu stellen. Weil wir uns so bewusst ist, dass wir alle gemeinsam diese, also durch das Wissen, das jeder Einzelne in sich trägt und die Lösungen, die er schon gefunden hat oder die er irgendwo gesehen hat, wo er sagt, wow, das möchte ich unbedingt, dass es andere Menschen lesen können. Oder ich habe ein Rezept, das ich immer schon gern gemacht habe von einer Zahnpasta zum Beispiel oder von einem Haarshampoo selber, das eben ganz natürlich ist. Oder ich weiß, wie man eine Jurte aufbaut oder ich weiß, wie man etwas einkocht. All diese Geschichten sammeln wir und das seid ihr dann gefragt. Und ich freue mich schon so auf die, wir nennen sie Solutions. Es wird wie so ein, ihr könnt es als Artikel schreiben dann oder als Video oder einen Podcast machen darüber. Das werden wir euch, sobald wir das technisch so gelöst haben, wenn wir all diese Solutions bekommen, dass wir es dann auch richtig einordnen können und dass wir genug Menschen im Team haben, weil wir ahnen, dass es sehr, sehr groß dann wird und dass wir sehr, sehr viele Solutions kriegen. Deswegen bauen wir jetzt schon sogenannte Solution Guides auf, also Menschen, die gerne bereit sind, für ein bestimmtes Thema oder eine Gruppe von Themen quasi diejenigen zu sein, die, wenn eine Lösung eingereicht wird auf der Plattform, die dann quasi sich zu Experten werden. Ich verwende das Wort zweimal nicht so gerne, das Wort Experten, aber die sich mit einem Thema sehr intensiv auseinandersetzen und dann quasi überprüfen, ob diese Lösung jetzt oder ob das, was eingereicht wird, wirklich genug Lösung darstellt. Und das ist etwas, worauf ich mich schon so freue, weil es wird quasi wie ein neues, die Living Earth sehe ich auch so als die Plattform, wo man, wenn man etwas wissen will über die neue Erde, wenn man etwas wissen will, wie man etwas machen kann, soll das die Plattform sein, wo wir draufgehen und draufschauen und sagen, ah, bei dem Thema und dort finde ich das dann. Und da freue ich mich schon sehr. Und das Ganze ist uns erst so jetzt beim Programmieren und beim Weiterdesignen bewusst geworden, wie groß das Ganze eigentlich ist. Und jetzt ist es eben wichtig, dass es auf einem guten Fundament steht, dass es dann auch die ganze Fülle an Informationen, die da kommen werden, dass es dann auch wirklich, dass wir das gut verarbeiten können und dass es alles gut verlinkt ist. Vielleicht Coco oder Priska, magst du kurz vom Anthony erzählen und von Thomas, die zu uns gekommen sind, die quasi uns jetzt auch unterstützen, die beide heute leider nicht da sind, nicht können. Also ich glaube, der Anthony kann auch nicht, kommt auch nicht, oder Coco? Ich glaube, ich habe es ihm gar nicht gesagt, ha? Huh? Dann darfst du erzählen, der Anthony ist nämlich der Sohn von der Coco, der ein Computerspezialist ist und dann ein Webseitenspezialist ist, der jetzt auch im Team mitarbeitet. Und dann gibt es einen Thomas, den ihr auch bald mal vorgestellt bekommen werdet, der auch sehr intensiv mit dabei ist und jetzt mit dem Team ist, der ganz, ganz liebe Grüße ausrichtet, aber heute eben ein Coaching hat, was er nicht verschieben konnte, der quasi auch sehr intensiv mitarbeitet an der Plattform. Und jetzt darf ich an die Priska weitergeben. Ich habe gerade so eine Freude in mir, weil so viele da sind und ich spüre, wir haben in den letzten Wochen wirklich so viele auch Erkenntnisse gehabt. Wir haben so viele auch Prozesse, Teamprozesse durchgemacht, Dinge spüren dürfen, wo wir gemerkt haben, wie wir können darüber viel authentischer auch
in diese neue lebendige Erde eintauchen. Wir können sie auch leben. Wir leben sie auch in Form von Kreativräumen. Vielleicht habt ihr ja von Gaia in den Zentren der neuen Erde mal auch so einen Kreativraum mitgemacht. Und wir leben das auch im Team, ja, dass wir auch auf allen Ebenen, energetisch, als auch eben was dann Lösungen betrifft, da wirklich eintauchen und diese Schwarmintelligenz nutzen, dass dieses Wir einfach wirklich gelebt wird. Und ich habe nur so ein schönes Beispiel aus unserem Dreamteam da jetzt. Wir haben uns mal zusammengefunden und sind über eine Meditation eingestiegen, um einfach so wie so einen Koffer zu erarbeiten, mit was können wir quasi Menschen erreichen, wenn wir jetzt auf Festivals gehen, wenn wir mit Freunden unterwegs sind, wenn wir in einer Yoga-Gruppe oder wo auch immer sind, ja. Und alleine durch diese Schwarmintelligenz von dieser Gruppe ist da so was Schönes entstanden, weil wir wirklich so einen bunten Blumenstrauß, nenne ich es jetzt mal, haben an Möglichkeiten, wie wir berühren, wie wir Lösungen aufzeigen können, wie wir Lösungen gemeinsam erarbeiten können. Also da gibt es auch gerade so viele Tools, die sich neu und anders zeigen, die wir auch so gern mal mit euch gemeinsam. Und jetzt kommt Benedikt, vielleicht Coco, magst du auch noch gleich was zu Benedikt sagen, wenn sie da ist. Die wir so gern mit euch gemeinsam hier auch mal einen so einen großen, co-kreativen Raum eröffnen möchten, der einfach dieses Wir, dieses Gemeinsame in den Vordergrund stellt. Weil wir wissen alle, dass wir diese neue lebendige Erde nur gemeinsam tatsächlich umsetzen und leben können. Und da braucht es wirklich jeden Einzelnen von uns, jeden. Egal, wie wir heißen, egal in welcher Rolle wir unterwegs sind, in Wahrheit braucht es einfach dich in deiner Präsenz und so wie du bist und dass du genau richtig bist, so wie du bist. Und jetzt mag ich gerne an der Stelle auch ein wunderschönes Beispiel weitergeben. Wir waren ja letzte Woche nicht nur, haben wir Kompost-Workshop gehabt und ein super geniales Seminar, wo wir verstanden haben, vielleicht Coco, Katharina, wollt ihr dann da auch noch was dazu sagen oder auch Klaas war mit dabei, wo wir verstanden, oder Ann-Christine, bist ja auch da, wo wir verstanden haben, bitte, ist der Franz auch da? Franz ist da, habe ich noch nicht da, aber die Carmen war ja auch dabei. Na, Carmen. Wo wir verstanden haben, dieses Verständnis, dass der Kompost ja auch ein Spiegelbild ist von dem Prozess, den wir da gerade durchgehen, weil da kommen auch alle Symbiosepartner erstmal rein und vielleicht knirscht es da noch an einigen Stellen und dann entsteht so eine wundervolle Symbiose, wo einfach alles zusammenspielt und zusammenpasst und etwas Neues in nahrhafter Boden entsteht. Und gleichzeitig waren wir eben am Elfenfestival und da haben wir gespürt, was es bedeutet, in dem Moment, wo wir wirklich einfach nur wahrhaftig wir sind und uns zeigen und uns geöffnet haben für die Optionen, auch was die Kinder betrifft. Wir haben da begonnen mit den Kindern, die Kinder mit Heilerde, vielleicht kennen manche von euch diese Cleo-Heilerde von Franz, die ja wirklich sehr, sehr auch von der energetischen Wirkung besonders ist, haben wir begonnen, die Kinder mit Heilerde zu schminken. Und das war einfach aus dem Moment eine Lösung. Und genau darum geht es auch, aus dem Moment Lösungen zu kreieren und die dann auf die Living Earth auch zu stellen. Genau, so. Und jetzt gebe ich so gerne weiter an jemanden aus dem Dream Team. Wer möchte denn? Vielleicht wollt ihr euch hier kurz auch vorstellen und so darüber sprechen, was euer Wunsch für die neue lebendige Erde ist und auch was so euer Beitrag ist, weil viele kennen euch ja noch nicht. Oder auch was eure Angebote sind, weil da gibt so viele wunderbare Dinge, die einfach geteilt gehören. Würde ich mal anfangen, wenn ich das Stichwort teilen gerade höre. Ich bin der Klaas und bin eigentlich aus Stuttgart und jetzt gerade in Leipzig, da wo ich auch das erste Humus-Event miterleben durfte im Oktober. Genau, und teilen ist für mich das Stichwort, weil ich
gerne über meine Videoarbeit, die ich in den letzten 3, 4 Events gemacht habe. Einfach so viele möglich wie Menschen teilhaben lassen möchte an der Liebe der neuen Erde und der Events, die wir so machen. Und genau, das ist so mein Herzensanliegen. Und vielleicht kommt man ja irgendwann nochmal zusammen und man lernt sich dann persönlich kennen. Das würde mich natürlich auch freuen. Und ich probiere da immer so viel wie möglich Liebe reinzustecken. Und das ist mein großes Anliegen, dass es irgendwie allen gut geht, wenn so eine Kamera um einen rumwuselt, dass man einfach viele Leute daran teilhaben lässt, was wir so machen und was so alles passiert. Und da freue ich mich immer dabei zu sein und mitzuwirken. Und ich habe noch nie einen achtsamen Kameramann erlebt wie dich. Du so, ich glaube, sie haben gestern beim Yoga und ich glaube, heute lasse ich sie mal machen. Glaubst du? Danke, Klaas. Ja, es sind halt sehr fragile Momente immer dabei und da möchte ich ungern so sehr eindringen. Und da haben wir schon an Lösungen gefeilt, ob man vielleicht nicht irgendwas wie so macht, wenn es einem zu fragil ist gerade oder zu intim. Das wird sich dann in den nächsten Seminaren zeigen oder in den nächsten Events, wenn man mal zusammenkommt. Ja, total schön, dass man für die Gruppe hier eventuell, was meint ihr, wäre das der Moment, das zu teilen oder nicht? Also es ist jetzt spontan, aber das Püchau-Video, das ist schon extrem schön, was da passiert ist. Wäre das möglich? Man könnte es ja zum Nachgang sich so anzuschauen. Okay. Genau, dann seht ihr ein bisschen den Stil vom Klaas. Ja. Danke dir, Klaas. Übrigens haben wir zwei Geburtstagskinder mit uns. Wir haben die Karin, hat Geburtstag heute, die Carita. Und die Gaia hatte gestern. Ist das nicht schön? Geil. Manuel, wann hattest du Geburtstag? Hast du auch Geburtstag jetzt? Nee. Wie heißt du? Genau. Du hattest Geburtstag, ja, du hattest vor einer Woche, Eva, ja genau. Du hattest auch vor einer Woche, super, super. Genau, da kommt nachher noch ein kleiner Song dazu. Wir freuen uns sehr. Karin, möchtest du vielleicht auch erzählen, was du machst? Hallo, ich bin die Karin. Ja, ich habe heute meinen 41. Geburtstag und den darf ich mit euch verbringen, meinen Geburtstagsabend. Und es ist so schön, das ist so ein schönes Geschenk, dass ich euch sehen kann an meinem Geburtstag, ein bisschen mit euch mitfeiern kann und dass ihr ein bisschen mit mir seid. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Ich würde überhaupt nichts anderes machen wollen, außer hier jetzt vor meinem Tablet sitzen und euch anschauen. Ich bin da im Kernteam von Living Earth glücklicherweise gelandet und sehr froh. Ich bin eine der Kommunikationsengel. Das heißt, wenn ihr E-Mails schickt, dann kommen die mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann zu mir und freue mich über jedes E-Mail und jeden Input, der geschickt wird und der kommt und unterstütze quasi das Ursprungsteam da beim Beantworten, weil doch recht viele Dinge kommen und recht viele Mails kommen und mache auch ein bisschen Eventorganisation da dabei mittlerweile und fühle mich sehr wohl, bin sehr happy, da dabei zu sein, weil ich da jetzt meinen Platz gefunden habe und aktiv mitarbeiten kann und mitgestalten kann für die neue Erde. Das ist eh schon ein paar Mal erwähnt. Wenn man sich so lange fragt, wofür man da ist und dann findet man es, und weiß, ach, das ist meine Aufgabe und dafür bin ich da und das ist es jetzt. Und jetzt ist Vollgas voraus in die neue Erde. Und ich freue mich auch sehr, sehr auf die Living Earth-Plattform, wenn wir uns wirklich richtig schön auch so vernetzen können und uns finden können. Und alle diese Gruppen, es gibt schon so, so viele Gruppen in meinem Umfeld schon. Ich bin in Graz in der Steiermark, wo es schon so explodiert jetzt. Und dass die dann alle noch zusammenfinden und egal, wo man hinfährt, wenn man jetzt woanders hinfährt, in ein anderes Land oder auf einen anderen Kontinent, und dann weiß man, dort sind auch Menschen, die
an der neuen Erde mitwirken, das ist super. Das ist so toll. Ja. Ich bin einfach nur happy gerade. Danke. Ja, danke. Und die Gaia hatte gestern Geburtstag. Die rufe ich jetzt auf, wenn es okay ist. Liebe Gaia. Danke vielmals, Karin. Ja, wunderbar. Ja, es ist so spannend. Als ich dir zugehört habe, Karin, da habe ich sogar gedacht, wie bin ich zu Living Earth gekommen? Und ich habe die genau gleiche Vision wie Living Earth. Also irgendwie, und so kam ich vor einem Jahr, ich wusste, ich muss nach Hagenberg die Menschen treffen, die auch so ganz kraftvoll da diese Living Earth, ich sage jetzt mal vorantreiben, ist das falsche Wort, aber einfach so dafür stehen. Also ich stehe wirklich so für eine lebendige Erde. Es ist durch und durch meine Vision. Auch deshalb mein Name Gaia, lebendige Erde, also die Stimme für die Erde zu sein. Und die Stimme für mich ist die Erde immer auch, da ist viel Freude. Also das ist für mich ihr natürlicher Zustand ist die Freude. Und dass wir Menschen diese Freude wieder leben können. Und so bin ich auch Hüterin geworden, der Zentren der neuen Erde. Also wir haben da eine Telegram-Gruppe mit mittlerweile fast 300 Menschen. Und was in dieser Telegram-Gruppe läuft, ist, also ich neben einem quasi normalen Chat, also wie wir es auch kennen vom Living Earth Tribe, ich liebe es, Menschen zu interviewen, die inspirierende Beiträge machen für eine lebendige Erde. Ob das jetzt der Thomas Hahn war mit der regenerativen Genossenschaft oder auch Projekte vorzustellen. Also ich finde das irgendwie so super genial, wenn wir einfach wissen, ah, in Österreich läuft das, ah, in Berlin läuft das, ah, in Griechenland ist das los, ah, in Portugal ist das los. Und ja, und für das haben wir unsere Gruppe. Und noch ein paar weitere Funktionen. Also ich darf in Hagenberg in diesen 2 Wochen, die jetzt dann bald kommen, auch Raumhalterin sein und darf auch für unser Dream Team auch immer wieder mal in die Rolle gehen des Raumhaltens. Also für mich ist das etwas, was ich liebe, einfach diese Energie zur Verfügung zu stellen, sodass wir im Herz wirklich uns mit dem Herz verbinden können und auch mit dem Herz der Erde, weil von da kommen oft ganz andere Lösungen wie vom Kopf. Und für mich ist eine lebendige Erde, das ist das Herz. Also da, ja, sie kann nur aus dem Herzen kommen, aus dem Herzen entspringen. Und deshalb finde ich es immer wieder so wichtig, dass wir zurück ins Herz finden. Und für mich ist das etwas vom Genialsten, dass wir jetzt auch mit dem Team, mit diesem ganz jungen Team, dass wir es irgendwie wie geschafft haben, dass wir das jetzt auch in unserem Team so praktizieren können. Wenn irgendetwas ansteht, eine Frage ansteht, dass wir einfach sagen, ah, lasst uns einen Kreativraum machen. Und so ist im Fall auch dieser Call hier entstanden, aus einem dieser Kreativräumen. Genau, und das sind so meine Beiträge. Und noch zuletzt, also ich hatte ja gestern Geburtstag und ich finde es immer so lustig, ich wurde 5 Minuten vor Mitternacht geboren, 5:12 und ich glaube, das ist auch für uns, für Living Earth, also dass wir da 5:12, genau das, genau, ich gehe weiter. Liebe Eva, ich sehe dich gerade als Nächste. Danke, Gaia. Also das 5:12 geboren, das finde ich jetzt eine super Metapher, weil es passt auch sehr gut, wie ich damals in Hagenberg, also vor einem Jahr mit dabei war. Und bei mir war es auch so 5:12. Ja, wir hatten, wie schon geschrieben wurde, sehr herausfordernde Zeiten. Und da ich in der Praxis die Leute, also ich habe eine Naturheilpraxis immer begleiten durfte, haben sich die Fälle in der Praxis komplett verändert gehabt. Also das ist mir sehr nahe gegangen, wenn man depressive Kinder plötzlich behandeln muss. Genau, und da war ich dann sehr dankbar, dass ich stütze mich immer nur auf die Lösungen, weil es bringt nichts ewig in dem rumzukramen, was eh schon nicht funktioniert. Und da war ich da sehr dankbar, dass ich in Hagenberg dabei war. Unter anderem habe ich auch gute Freunde gefunden und ja, fühle mich da sehr wohl und bin jetzt auch sehr dankbar, dass ich das
im Kleinen, soweit es mir die Zeit erlaubt, mit unterstützen darf, dass ich jetzt die Instagram-Seite und die Facebook-Seite ein bisschen pflege. Muss man auch noch schauen, wie sich es entwickelt. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Profis. Ich bin eher Amateur und mache es halt auf meine Art und Weise. Aber es freut mich, Hand anlegen zu dürfen und nicht bloß zuschauen zu müssen und wirklich sagen zu dürfen, hey Leute, es gibt Lösungen. Und die Coco hat mich gerade kurz davor noch angesprochen, weil die Gaia ja die Zentren der neuen Erde verwaltet, ob ich vielleicht für Gesundheit und Heilung einspringen würde. Und ja, da bin ich zu Hause, ich mache nichts anders. Und wer das, mein Name ist ja Eva und Eva bedeutet die das Leben Schenkende. Und deswegen sehe ich mich auch als Stimme für das Leben. Und ich sage immer, wer das Leben verstanden hat, der versteht, wie die Erde funktioniert, wie der Humus funktioniert. Humus ist ja auch nur ein Organismus, wie ein menschlicher Organismus, wie unser Living Earth Organismus, der hoffentlich ganz stark ausstrahlt in alle Welt, was ja wieder ein Organismus ist. Sie würde mal sagen, wir sind jetzt schon ein sehr gesunder Zellhaufen, der die ganze Erde mit verändern darf. Und ja, wer das Leben versteht, versteht die Heilung, da ist Heilung mit inklusive. Dann ist es ganz einfach. Und wenn wir schon beim Thema Heilung sind, dann gebe ich weiter an meine liebe Freundin, die Ann-Christine, die jetzt erst ein Buch über Heilung rausgebracht hat, das ich heute bestellt habe. Ich freue mich schon aufs Lesen. Danke, Eva. Ja, ich bin Ann-Christine und ich bin heute stellvertretend für mich und meinen Mann eben da. Wir sind eigentlich zu zweit. Der Martin, der ist hier meist für, also bei den Events auch für das Essen und die Verköstigung zuständig. Martin und ich haben zusammen die vegane Trennrohkost entwickelt und die gibt es häufig auf den Events. Aber genau, wenn Martin nicht da ist, gibt es jetzt nicht so viel dazu zu erzählen, weil er das auch sonst gerne selbst macht. Ich bin seit einem Jahr dabei, gleich von Anfang an in Hagenberg, weil ich eben auch quasi gerufen wurde über eine E-Mail von Christina von Dreien, bin ich da hingekommen. Ich bin mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren, also ich bin schon als kleines Kind sehr fühlig gewesen, habe eine klare Vision von der Erde gehabt, wie sie eben sich wieder entwickeln darf zu dem Paradies, das auch Katharina in ihren Filmen beschreibt. Und habe dann in einer E-Mail von Christina von Dreien so einen Link zum Manifest gesehen und wusste ganz instinktiv, das war das, worauf ich gewartet habe. Ich habe als Kind, ich habe ja schon immer diese Wahrnehmung gehabt und in meiner Familie habe ich nicht so recht, mich ausleben können und habe oft auch nur gesessen und telepathisch kommuniziert mit anderen Tieren oder eben auch anderen Menschen. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, was machst du denn? Du sitzt ja nur rum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich warte. Und sie sagt, ja, mein Kind, ja, worauf wartest du denn? Ich so, das kann ich nicht genau sagen, aber ich warte auf den Moment. Und dann war ich halt bei uns in Norddeutschland damals noch, jetzt wohnen mein Mann, mein Wildkaninchen und ich in Regensburg, war ich dann im Badezimmer. Ich so, Martin, es ist soweit, es geht los. Und also Martin ist mein Mann, genau. Und und dann bin ich so nach Hagenberg gekommen und habe dann die ersten Kontakte geknüpft mit Friska, Katharina, Coco, Eva, Gaia, die eben von Anfang an dabei waren. Und jetzt bin ich als Referentin auf den Events und erzähle den Menschen, was es bedeutet, in Liebe zu sein, was es bedeutet, eine Verbindung zu allem Leben zu fühlen, wie man sein Bewusstsein erweitern kann, dass wir alle eigentlich die Liebe in unserem Herzen tragen. Genau, nebenbei schreibe ich also Bücher auch und genau, da hat Eva ja gerade schon erzählt, dass ich gerade eins rausgebracht habe, wieder das dritte. Und ja, ich glaube, ja, soweit, dann gebe ich weiter an Michelle, die sehe ich gerade. Hallo, ich bin die Michelle. Ich bin auch im Team dabei und ich freue mich, euch ganz sehr zu sehen und das finde ich ganz glücklich, weil ich in dem Dream Team im Living Earth einfach eine ganz tolle Familie gefunden habe. Die, bitte, bitte. Ja.
die sich auf Augenhöhe trifft, die von Herz zu Herz kommuniziert, ja, und wo jeder einfach Teil davon ist und mit seinen Ideen und Wünschen gleich gesehen wird und wir immer alle füreinander da sind, und das finde ich wunderschön. Und ich glaube, das ist, und da bin ich ganz fest von überzeugt, ja, mein Sohn auch, genau, dass das ein großer Teil ist der neuen Erde, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammensein, diese Schwarmintelligenz, weil jeder hat so viele Ressourcen und so viele Talente, und die er geben kann, die er gerne teilt, und genau auch dieses Teilen. Und das ergreift nicht jedes Mal, wenn wir im Team sind, wie sehr wir miteinander schwingen, wie sehr zugehört wird, wie sehr man sich öffnen kann in einem ganz großen Vertrauen. Und was mache ich so? Ich unterstütze bei Events und auch dann irgendwann bei Social Media und bin einfach total dankbar, dabei sein zu dürfen. Und ja, es ist einfach so ein Herzensprojekt, wo ich wirklich, wenn man mich braucht, jede Minute gerne reinstecke und einfach dankbar bin. Und jetzt gebe ich weiter an die Rachel. Ja, hallo, ich bin die Rahel und ich freue mich jetzt auch sehr, hier zu sein und euch alle wiederzusehen. Ich bin, glaube ich, in dem Dream Team eine der letzten, die dazugestoßen ist. Es war die Coco, die mich aufgespürt hat, und zwar zum Dolmetschen von dem Manifest der neuen Erde in Frankreich. Ich bin Dolmetscherin für Französisch und Englisch, und dann durfte ich bei dem Event dolmetschen, und ja, wie das die Fügung so will, ne? Also das sind alles Themen, die mich schon seit vielen, vielen Jahren begleiten und mir ein absolutes Herzensanliegen sind. Und jetzt durfte ich in Lampelstedt vor ein paar Wochen alle persönlich kennenlernen, und es war wie nach Hause kommen. Also die Energie, die war spürbar, einfach da, so die Verbindung, die Freude, die Herzenskräfte. Und ja, ich freue mich sozusagen, meine Stimme für die Menschwerdung mit einbringen zu dürfen. Das ist für mich sozusagen die Verbindung zwischen unserer Mutter Erde und dem Geistigen, den Kräften, den Schöpferkräften, die wir sozusagen in uns verbinden und in die Welt tragen dürfen mit unseren Herzen. Und ja, ich freue mich einfach unfassbar, diese Gruppe an Menschen getroffen zu haben. Danke euch allen. Es ist so eine große Kraft dahinter. Ich habe so viele sehr demütige, aber sehr kraftvolle Menschen erleben dürfen, die dahinter stehen. Und das macht mir sehr viel Mut. Und ich glaube, dass diese Bewegung sehr viel ins Rollen bringen wird, und freue mich unglaublich, dabei zu sein. Also ich werde demnächst auch auf einem Event sprechen. Das Event heißt Wir sind eins, die Eins-Projekt-Tage, und habe dann die Ehre, auch die Living Earth dort vorstellen zu dürfen, und freue mich riesig. Und wenn es wieder die Gelegenheit ergibt, werde ich gerne wieder dolmetschen oder das Team bei Events unterstützen oder wie auch immer ich mich einbringen kann. Darüber freue ich mich sehr. Also von Herzen Dankeschön, und ich übergebe an Carmen. Ja, also ich heiße Carmen und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich dazugekommen bin. Es war nach einem der Montagsspaziergänge. Ich hatte mich eigentlich als Trainerin bei Priska gemeldet, und Priska sagte, dann komm doch einfach nach dem Growth Camp dazu. Und ich bin in das Meeting reingestolpert, kam zu spät, weil ich war noch vorher auf dem Montagsspaziergang, und habe gedacht, hier ist es. Es hat sich einfach sehr, sehr nach Hause kommen angefühlt, auch bei mir, und einfach sehr hoffnungsvoll und lösungsorientiert. Und das war das, was mir eigentlich auf dem Spaziergang gefehlt hat. Und so war es wirklich, dieses Eintauchen in die neue Welt.
schon in diesem Zoom-Call, wo ich noch niemanden kannte. Und so fühlt es sich auch weiterhin an. Ich unterstütze dort, wo gerade Hilfe gebraucht wird, auf den Events oder auch bei Projekten, wo es um konkrete Aufgaben geht, die ich erledigen kann. Und ansonsten bin ich auch eine Frau des Bildes. Da bin ich mit dem Glas, fühle ich mich ganz verwandt, wobei meine Bilder stehen sind. Das sind Fotografien. Und wir haben uns im Team gefragt, wofür sind wir die Stimme? Und mein Eindruck ist, ich bin die Stimme für die Schönheit und für das Unsichtbare, weil mit der Schönheit meine ich nicht die große, laute Schönheit, nicht das, was wir aufs Erste sehen, sondern die vielen kleinen Samen, die in uns allen schlummern und die in der Erde schlummern und all die Dinge, die wir sehen, wenn wir bereit sind, hinzuschauen und wenn wir bereit sind, uns einzulassen und länger zu schauen und mit dem Herzen zu sehen. Ja, und auch da werde ich hoffentlich bald in der Akademie auch Kurse anbieten, um dieses Wissen, diese Möglichkeit weiterzugeben. Bilder der Transzendenten, das ist das, wie ich sie nenne, transzendente Fotografie zu machen. Ja, jetzt weiß ich nicht, an wen ich zurückgehe. Danke, Carmen. Ich glaube, jetzt gehen wir noch Team zurück. Coco, Katharina oder Priska. Jetzt gehen wir noch Benedikt, unsere Frankreich-Kreatörin. Ja. Also wirklich, sie ist die bestvernetzteste, die man kennen kann in Frankreich. Sie kennt wirklich alle absolut genialsten Menschen, Organisationen. She's the one. Benedikt Fumé. So schön bist du da. Den muss schwätzt die Suala. Ich werde sie gerade ein bisschen übersetzen. Wir haben mit ihr am 15. April unseren großen Launch gemacht, also das neue Erde-Manifest präsentiert. Wir hatten auch ungefähr 25, glaube ich, unglaubliche Waisenräte, die noch dazukommen werden. Wir haben nur noch nicht die Zeit gehabt, das wirklich alles abzudaten. Der Film kommt jetzt dann auch ganz bald raus. Die Christina von Dreien war auch wieder dabei und der Franz war dabei und genau. Benedikt, über dich quelques mots sur la France, comment ça se passe en France? Bienvenue, bienvenue. Tu traduiras? Tu oui. Traduis ou tu veux? Ouais. Ok. Tu veux que je parle de ce qui se passe en France par rapport aux énergies de transformation ou plutôt... Oui, juste un petit peu pour Living Earth, quelle est l'ambiance par rapport à Living Earth, New Earth Manifesto, etc. Ah, oui. Living Earth est vraiment perçu comme étant une énergie majeure de transformation et qui redonne beaucoup d'espoir parce que... Man spürt schon, dass die Living Earth wirklich ganz, ganz... Oh, die Rahel könnt ihr auch übersetzen. Ganz eine wichtige Energie ist, die wirklich die Transformation ankurbelt. Parce que la France, comme beaucoup de pays en Europe... Et un pays qui vit avec beaucoup, beaucoup de pression et d'énergie très négative. Et en fait, les gens n'ont plus envie, enfin beaucoup de personnes n'ont plus envie de nourrir l'énergie négative, mais ont besoin de projets pour leur ouvrir justement l'espace, leur ouvrir la vision. In Frankreich ist wirklich ganz viel Druck und auch viel negative Energie. Die Leute möchten das nicht mehr. Und sie wünschen sich wirklich eine neue Vision, wo ihr auch wieder Hoffnung gibt und in die sie sich reingeben können. Et donc le projet, enfin Living Earth et puis le New Earth Manifesto, c'est en fait comment on peut transmuter cette énergie qui pourrait nous plomber en une énergie transformatrice et de puissance de transformation. Et c'est ça en fait la puissance de tout ce que l'on porte en ce moment. Also die Kraft mit dem, was jetzt passiert mit Living Earth und dem New Earth Manifesto, ist wirklich diese kraftvolle Umsetzung von einer Energie, die vorher eben schwer war, dass wir das jetzt wirklich transformieren in was Hoffnungsvolles und Schönes, Kreatives, genau. Et puis, je dirais pour finir qu'il y a beaucoup de projets de transformation sur le plan local avec des réseaux qui se constituent pour transformer sur les territoires notre monde. Et le New Earth Manifesto et Living Earth, c'est la vision qui permet de travailler où on va pour redonner du sens à ce que l'on fait tous les jours sur les territoires en ce moment dans ces groupes comme Solaris et comme d'autres qui sont en train de se créer. Es gibt schon in Frankreich ganz viele kleinere Gruppierungen
wo sich die Menschen treffen, um lokal irgendwas zu veranstalten. Und mit Living Earth wird das dann wirklich diese Plattform sein, wo die Menschen sich eingeben können, kommen von all diesen verschiedenen Gruppierungen, wie Solaris zum Beispiel, wo wirklich schon überall in Frankreich ist und so weiter, wo sich die Menschen über Lösungen unterhalten, wo sie sich miteinander vernetzen, auch was sie mit den Humus-Events machen. Genau. Et je dirais merci, Béné. Ouais, le point commun, c'est vraiment la grande puissance spirituelle que ça nous donne. Voilà, et je finis. Und was uns alle wirklich verbindet miteinander, ist diese große spirituelle Kraft, die wir dadurch erhalten. Merci, Benedikt. Magnifique. Okay. Ja, so schön. Also vielleicht einfach mal nur noch mal ein kurzes Aufrollen von allem, was wir ja organisiert haben. Ihr seid ein bisschen wahrscheinlich auf dem Laufen, dass wir gestartet haben. Halt eben erst das Manifest und im Moment entsteht ein Buch vom Manifest, das ja durch den neuen Erde verlagt wird, das herausgegeben. Ich bin jetzt gerade da beim Andreas Lenz, also ich treffe ihn morgen, Katharina, du wusstest du noch gar nicht. Genau. Und wir haben dann gestartet mit unserem Crowdfunding, wo unglaublich war, und euch allen, die uns da unterstützt haben, nochmal Millionen Dank. Das hat uns solche geniale Flügel gegeben. Also eben, ich meine, da sieht man auch, dass es wirklich von allen gewünscht ist. Und wir spüren halt heute, das ist diese Plattform, die ist so für das Leben und die geht mit dem Leben. Das Leben, das möchte ja immer, das ist ja total fruchtbar. Also das wächst ja ständig. Es wächst ja immer alles. Und ich denke, die Living Earth Plattform ist dieses Leben, wo wir unsere gemeinsamen Stimmen zusammenbringen, oder? Und dann einflechten und zu diesem Blumenstrauß machen, was vorher die Priska gesagt hat. Und wo wirklich Leben draus entstehen kann. Und jeder hat seinen Platz. Und dann haben wir gestartet, also die meisten von euch waren wahrscheinlich da mit dem Growth Camp, was ja auch ein riesengroßer Erfolg war und wo wir auch viel verdanken der Christina von Dreien, weil sie uns so schön geteilt hat. Dann hatten wir am 22.02. offiziell die Lancierung, die gesprochene um 20.22 Uhr vom Manifest der neuen Erde in den drei Sprachen, wo wir irgendwie auch 50.000, weiß ich was, Menschen haben das angeschaut am Abend, unsere Plattform, also die New Earth Manifesto ist zusammengebrochen, kurz, weil es einfach zu viele Menschen drauf hatte. Dann haben wir eben unseren, also jetzt der Aufbau der Plattform, die New Earth Manifesto in Frankreich lanciert, dann waren wir Hauptpartner und wir werden das Baby übernehmen von Education for the Future, wo 50, 60 Menschen aus der Bildung von überall auf der Welt kamen zusammen, um in diesem einen oder während diesen 10 Tagen über ihre Schätze und Erkenntnisse und Erfahrungen zu reden, was sie mit Kindern hatten und wie die Bildung einfach von morgen aussehen könnte. Das war unglaublich, das wurde vom Abel einfach, der hat das irgendwie gedownloadet erhalten. Und wolltest du was sagen, Katharina? Nein, ich wollte jetzt nur schon vorarbeiten und den Link von Ricardos Video in den Chat hineinstellen, damit ich dann sagen kann, der Link steht schon im Chat. Super, genau. Da seht ihr ein bisschen die Qualität, die da wirklich ist. Also es ist sowas Geniales und was für mich persönlich auch eine riesen halt Erkenntnis, was da in der Bildung, was wir, wie das alles irgendwie ja, auf falschen Bahnen gelaufen ist. Dann haben wir den Konstantin-Song, den ihr vorher schon gehört habt, der unglaublich ist, mit der wunderschönen Stimme von der Katharina am Anfang, die ist so schön, das heilige Feminine, heilige Maskuline, und ich hoffe, dass das auch noch auf Englisch kommt, Katharina, da sprechen wir dann noch gerne drüber. Dann hatten wir, genau, wir haben alle unsere Gruppen, wo extrem aktiv sind, wir hatten unser Lampelstedt-Event mit 130 Menschen, die zum Teil 8 Stunden angefahren gekommen sind vom Ende vom ganzen, also oben im Norden von Deutschland, von Österreich, aus der Schweiz, 8 Stunden angefahren für einen Nachmittag, ein paar Stunden mit uns zu verbringen. Und als die Priska noch eine Kakao-Zeremonie gemacht hat, irgendwie am Mitternacht, habe ich gedacht, nee, das kann man den Menschen nicht mehr zumuten. Aber es war so genial, Es waren ungefähr 50 Menschen noch da. Und dann ist automatisch am 1 Uhr morgens kam automatisch die Musik rein
I'm freshy, so fresh, exciting. Das ist unglaublich. Und alle Leute sind aufgestanden und 50 Leute haben getanzt. Also die, die noch übrig blieben, dann um eins dort. Das war sowas von wirklich genial. Und da war von Anfang an, war diese Liebe wieder da. Und diese Liebe, die ist es. Also nichts kann uns abhalten, das zu tun, weil es auf dieser Liebe basiert. Alles, was wir tun, basiert auf dem. Und darum haben wir auch hundertprozentiges Vertrauen. Und wir wissen, wir hatten eben ein paar, wie die Priska das vorher auch gesagt hat, es geht wirklich darum, dass wir uns gemeinsam, dass wir uns verstehen, dass wir wissen, wer der andere ist wirklich, dass wir die Stimme hören, dass wir miteinander arbeiten. Wir wissen, ich kann auf sie zählen. Wir können alle aufeinander zählen. Nicht, dass diese Sachen aufkommen, wie in vielen anderen Organisationen und so weiter. Das darf es hier nicht sein. Wir sind wirklich die Beispiele, die lebendigen Beispiele dieser lebendigen, wirklich wunderschönen, fruchtbaren Erde. Und wir haben den Kompostkurs gemacht. Der war so genial auch. Der Kompostkurs, also Kompost, denke ich mir so, Kompost, ja Kompost, okay. Hey, der Kompost, der ist einfach die Antwort auf unsere Fragen, weil es gibt den Bokashi, das ist so ein Eimer, und da gibt man also so ein hermetischer Eimer, oder? Und da gibt man alle Lebensmittel rein und innerhalb von 4 Wochen, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, da gibt man wirklich alles rein, gell? Da gibt man auch Nägel rein, da gibt man Haare rein und innerhalb, weil das ist ganz wichtig, weil das wird dann wieder zum Ursprung, das erinnert sich wieder an die Ursprungsenergie und das vermischt sich dann mit allem, was dort noch drin ist an Nährwerten und am Schluss haben wir einen Topf voller Zauber irgendwo, weil alles hat sich miteinander verbunden und die ganzen Nährwerte sind in jedem kleinen Millimeter ist der gleiche Nährwert drin, wie unten links, so oben rechts. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist so genial, das ist einfach Kompost und was wir der Erde entnehmen, geben wir ihr einfach wieder zurück. Und das sind alles solche Sachen, die wir jetzt einfach lernen dürfen, verstehen dürfen und wir werden dann bei Freunden sein und wir unterhalten uns nicht über die letzten Kleider und weiß ich was, sondern zeig mir deinen Kompost. Genau, es wird ganz ein anderes Zusammensein werden, das ist so schön. Ja, genau, ich glaube. Was ich auch so faszinierend fand bei dem Kompost, weil du gesagt hast, eben man gibt Nägel hinein oder man gibt Haare hinein. Wir können Krankheitserreger, wenn wir eine Krankheit haben, können wir zum Beispiel in den Kompost hineinspucken und was der Kompost macht, also vor allem dieser fermentierte Kompost, in diesem Wirbelstromkomposter, den wir gelernt haben jetzt an diesem Wochenende. Der Kompost wandelt das insofern um, dass die Mikroorganismen in dem fertigen Kompost dann Heilung auslösen können oder Heilung unterstützen können für meine Krankheit. Die Pflanzen, die dann diesen Kompost aufnehmen, wenn ich diese Pflanzen dann in mich aufnehme, trägt das zur Heilung von dieser Krankheit bei. Und das ist für mich so ein großartiges Symbol auch für das, was jetzt gerade auf der Welt passiert. Dass wir quasi das alte System mitkompostieren. Dass wir diese alten Strukturen quasi jetzt der Intelligenz des göttlichen Wirkens auch übergeben dürfen und sich alles transformiert und wandelt in etwas, was dann wieder fruchtbare Erde ist für das, was wir erschaffen wollen, was unser Herz weiß, was sein kann. Ich nenne es halt manchmal Paradies. Wir nennen es die neue lebendige Erde und das ist für mich so faszinierend, weil in jeder Mikrobe sich Gott ausdrückt und alles in der Natur, wie wir auch in unserem letzten Newsletter geschrieben haben, alles in der Natur auf Heilung ausgerichtet. Das ist so faszinierend. Wir dürfen nur aufhören, ihr reinzupfuschen. Und ihr quasi zum Beispiel auch in dem Prozess des Kompostierens einfach wieder einen Rahmen, eine Bühne bilden, damit das Ganze auch in manchen Bereichen schneller gehen darf, als es würde, wenn wir jetzt sagen, die Erde regeneriert von selbst. So schön, Katharina. Was ich total schön auch fände, ist, dass du ein bisschen erzählst, weil du bist an 3, 4 Interviews gibst du ja ungefähr pro Woche. Du warst auch noch in England. Magst du ein bisschen erzählen, was da auch noch ansteht mit dir und wie sehr das Manifest und die Living Earth in die Welt getragen wird durch dich?
Es war sehr, 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 sehr schön, weil es gibt eine neue Alternative zur WHO, das nennt sich Global Council for Health, wo auch unter anderem eben der Robert Kennedy dabei ist, die Tess Laurie, der Robert Malone, also alle, die sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen beschäftigt haben, so mit dem alternativen Blick auf Gesundheit und unser Gesundheitssystem, die sind alle dabei. Und ich freue mich so, dass ich eingeladen worden bin, eben bei dem letzten Meeting in Bath, das auch hieß Better Way. Also da ging es wirklich darum, die neuen Wege zu zeigen in ein neues Heilungssystem, dass ich da eingeladen wurde, über das Manifest der neuen Erde zu sprechen. Und es war so schön, weil ich so gemerkt habe, es ist jetzt der Moment da. Also wir haben uns viele Jahre oder viele Monate oder 2,5 Jahre jetzt damit auseinandergesetzt, fast schon 2,5 Jahre, was nicht stimmt und was wir nicht mehr wollen. Und jetzt ist überall bemerkbar, dass es darum geht, die Lösungen aufzuzeigen. Also wir sind, ich hab gemerkt, wie viel Müdigkeit da ist, sich wieder anzuhören, was nicht stimmt und wie groß, wie die Herzen aufgegangen sind, wie die Energie in dem Raum gestiegen ist, sobald über Lösungen gesprochen wurde. Und das war einfach sensationell, weil man plötzlich bei einem Ärztekongress stehen darf auch und davon spricht, dass wir unsere Göttlichkeit ausleben und dass wir da sind, um ein neues Bewusstsein zu erwecken, das auch kein neues Bewusstsein ist, sondern das in uns allen geschlummert hat. Und dass, wenn wir jetzt beginnen, miteinander zu diese Lösungen auszutauschen, dass wir diejenigen sind, wie auch im Song, dieser eine Songzeile vorkommt, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Und die Zeit ist so großartig und so abenteuerlich, weil sie uns eben dazu drängt, in unsere Göttlichkeit zu treten, weil sie uns dazu quasi fast zwingt, das alte System zu durchschauen und die Lösungen miteinander zu teilen. Ich finde das so faszinierend gerade. Und ja, ich bin, wie gesagt, darf im Moment auf vielen Online-Kongressen sprechen und freue mich immer, dass ich von der neuen Erde und vom Manifest sprechen kann, von der Living Earth, und merke immer, wie der Response ist, wie das Feedback ist. Also wir sind göttlich gefügt und wir haben alle ja gesagt, Dream Team, ich bin uns so dankbar. Und alle ihr, die ihr hier seid jetzt auch, es ist einfach der Moment, dass wir uns getroffen haben und dass wir jetzt, ich habe heute keine Ärmel an, aber ihr kennt das schon, dass wir quasi die Ärmel hochstrecken. Und dass wir beginnen, das auch umzusetzen. Wer von euch fühlt sich alles Dream Team? Könnt ihr mal die Hand auftun, wenn ihr das spürt, dass ihr Dream Team seid? Oh, wie schön. Ja, wie schön. Ja. Und das ist genau die Einladung, die wir heute auch aussprechen möchten, nämlich, dass du dich als Dreamteam fühlst, dass du genauso wie wir in dieser Energie rausschwärmst in die verschiedenen Lokalitäten, in deinen Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in wo auch immer du gerade bist, dass du davon erzählst, dass es Lösungen gibt für alle Bereiche des Lebens, ja, so wie das Manifest ja auch strukturiert ist, für alle Bereiche des Lebens. Und dass du wirklich Teil auch dieser Lösung bist. Und das ist wirklich, wirklich diese große Einladung auch heute, weil das auch die Vorarbeit für die Plattform livingearth.one ist. Wir hatten auch beim letzten Festival, wo wir waren, Michelle war auch mit dabei, da hatten wir auch so viele Menschen, die hergekommen sind und gesagt haben, ich dachte immer, ich bin alleine. In meiner Community, die sie halt so kannten, ihren Freundeskreis, ihre Familie und so weiter, und die wirklich so gesagt haben, wow, jetzt spüre ich erst, was es bedeutet und welche Kraft es ist, dieses Füreinander-Dasein und dieses Teil der Lösung wirklich zu sein und diese Lösungen, die da in dir vielleicht auch noch schlummern, rauszuholen. Ja, das ist das, was Katharina auch gerade meinte, dieses Deins zu leben, dein volles Potenzial zu leben und zu fühlen, was braucht die Erde gerade, was brauchen die Menschen da draußen gerade und vielleicht auch, was braucht ihr hier gerade jetzt in diesem virtuellen Raum? Wollt ihr euch mal auch zu Wort melden?
Ich teile vielleicht ganz, ganz kurz noch was, was kurz, aber extrem schön. Das war schon vor langem, ungefähr im 2008, 2009, war ich in einem Zug gesessen, sehe vor mir ein Magazin und frage die Frau, ob ich das Magazin angucken darf. Sie war am Telefon. Sie hat es mir gezeigt und war Kornkreisfelder waren da drauf. Ich bin versunken in einem Kornkreisfeld. Ich hatte eine Ekstase, also es ist mir zum ersten Mal passiert, wenn er mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, da hat man Hühnerhaut, es geht einem durch und das hat, und man möchte weinen, es hat ungefähr 10 Minuten, 20 Minuten gedauert. Und dann ging ich beim Zug runter, beim Rausgehen habe ich einen Download gekriegt, dass alles, was die Welt, so wie sie bis jetzt war, das, die Macht und so weiter, es geht dem Ende zu und alles, was, also sie wird so aufgehen und alles, was für das Leben ist, in the contribution, das wird aufgehen und die Krankheiten werden verschwinden und wir werden alle zusammenarbeiten. Also das habe ich ganz fest gespürt. Ich habe an dem Tag drei Menschen, wo mir die gleiche Frage gestellt haben, was geschieht mit unserer Welt? Die sind auf mich zugekommen, drei haben die gleiche Frage gestellt. Am Abend habe ich das Buch über die Crop Circle, wo ich gekauft hatte, das war meiner spirituellen Führerin gewidmet, der Emma Kunz. Und zwei Wochen nachher kriege ich in meinen Briefkasten dieses Buch. Pro Evo. Seht ihr das? Wo genau das erklärt, was ich erlebt habe. Und wo jetzt, wo ich jetzt nochmal lese, weil ich spüre, das ist die Living Earth. Das ist hundertprozentig die Living Earth. Alles, was mit dem Leben geht, alles, was gegen das Leben geht, Zerstörung, das ist tot. Alles, was stehen bleibt, ist auch tot. Aber alles, was mit uns geht, mit unserer Stimme, mit wem wir sind, mit unseren Talenten, unserer Gabe, das lebt. Und das ist die Living Earth. Und das sind wir jetzt am Umsetzen. Und die Christina hatte gesagt, es wird eine Welle geben, die aufgeht, da aus diesen Dachländern. Also ich glaube, wir spüren diese Welle an alle. Und ich meine, es hat noch viel, 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 viel mehr Menschen als wir, aber es ist passiert. Und es ist so schön. Genau, und jetzt gerne, gerne, wenn ihr was sagen möchtet. Ja, ich wollte das sagen. Ich finde es einfach wunderbar. Und dass dieses wunderbar wird, ist einfach so schön. Ich bin zwar seit 8 Jahren schon dran in einer solidarischen Kooperativen so zu leben, Lebensmittel zu erhalten, die auf gesundem Boden wachsen, biodynamische Produkte zu bekommen. Und aber wie ihr dann entstanden seid, dann habe ich gewusst, da möchte ich einfach dazugehören. Und jetzt ist es so, dass jede Angstzelle in mir verschwindet, wenn man euch hört. Und wenn man weiß, dass man dabei ist und es ist einfach wunderbar und vielleicht, ihr kennt euch einander schon, aber vielleicht gibt es auch für mich noch einen Platz, um euch besser kennenzulernen und euch zu umarmen, weil ich finde es so toll, dass wir so unterwegs sind. Es ist einfach so eine Strahlkraft, so eine gute und ich versuche es jedem weiterzuerzählen. Eine Freundin ist gekommen, die Sonja, und die hört jetzt zu und so geht es weiter und es geht nach außen und es ist einfach reine, pure Liebe. Und ich sage einfach danke, dass ich dabei sein kann. Oh, danke, Sigrun. Ja. Wir haben noch etwas gar nicht verraten. Vielleicht wäre jetzt der Moment, dass wir erzählen, dass wir nämlich heuer noch zwei Wochen machen auch in Hagenberg, wo wir uns treffen können. Also wir wissen noch nicht, ob wir im Herbst was machen, weil wir uns jetzt voll auf die Plattform konzentrieren. Priska, magst du den Link reinstellen oder soll ich ihn? Ich stelle ihn rein, ja. Ende Juni eine Woche und Anfang Juli. Und Anfang Juli wird es darum gehen, um Gemeinschaft. Oder Priska, magst du mehr darüber erzählen? Hast du jetzt über, ich war jetzt gerade schon am Link suchen, hast du über Wir zelebrieren unser Leben jetzt schon gesprochen? Nein, noch gar nicht. Okay. Ja, also die erste Woche ist wirklich unserem Leben der Lebendigkeit gewidmet. Wie schaffen wir es, aus all dem, was wir bisher kannten, auch gleichzeitig aus unseren, früher nannten wir es Schattenarbeit, aus
aus dem, was uns vielleicht noch irgendwie an manchen kleinen Strängen Energie kostet, wirklich dieses zu wandeln, umzudrehen, so wie ja vieles auch umgedreht war in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, dass wir auch das wandeln und wirklich in uns, aus uns heraus, diese Lebendigkeit und das Leben leben können, das wir uns so wünschen und so vorstellen. Und da werden wir, also einige vom Dream Team, dabei sein. Wir haben auch noch Maximilian Moser dabei, einen wundervollen Universitätsprofessor aus Graz, der auch schon seit Jahrzehnten erforscht, welche Wirkung verschiedene Pflanzen, sei es jetzt die Zirbe, sei es aber auch einfach ein Grashalm auf uns Menschen in Form von Schwingung hat und uns lebendig macht. Und wir werden da in tiefe, hohe Prozesse reingehen, in viel auch, ja, in auch Sinnlichkeit, Ekstase, Tanz. Also da wird alles wirklich, was das Leben ausmacht, mit dabei sein. Und die zweite Woche ist auch extrem spannend, weil wir da keine Ausrede mehr lassen wollen für die neuen Lebensräume. Sie heißt, wir schaffen unsere neuen Lebensräume und wir decken innerhalb von 6 Tagen alles ab, was es dazu braucht, einen neuen Lebensraum. Also wenn du so möchtest, auch im Sinne von einem neuen Dorf, auch wie es Ralf Otterpohl genannt hat, das neue grüne Dorf, entstehen zu lassen, eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Da wird unser Franz, der vielleicht auch noch reinkommt, darüber reden, wie renaturieren wir den Boden, wenn wir Landfläche zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und es ist so schön, weil sich auch bei uns gerade so viele Menschen melden, die Fläche, die Häuser, unbenutzte Häuser zur Verfügung stellen für das, was wir hier vorhaben. Das heißt, wir brauchen uns alle wirklich, um das jetzt da umzusetzen. Und dann, wir gehen auch in das Strukturelle rein, also regenerative Genossenschaften. Der Thomas Hahn wird da sein, über gemeinnützige österreichische Vereine wird gesprochen. Wir gehen in die Entscheidungsfindung, in die Wir-Prozesse, also in dieses Software, in dieses, wie bilden sich Gemeinschaften und verbinden sich in eine lebendige Symbiose und einen lebendigen Organismus. Wir gehen in Permakultur rein, wir gehen in die Architektur, in die heilige Geometrie, in die Schöpferkraft, also wirklich dieses Ich-Bewusstsein auch in der Gemeinschaft zu leben. Und auch das gehen wir rein. Und also das wird eine Woche, da wird es wirklich keine Ausreden mehr geben, das nicht so zu leben in der Gemeinschaft, wie wir es uns alle wünschen. Und da werden wir auch, also auch wir haben super viele Erkenntnisse und Erfahrungen, gerade die letzten Wochen und Monate gemacht, was Wir-Prozesse betrifft, weil wir gemerkt haben und wirklich alle, also Lampelstedt war so ein lebendiger Organismus, der eigentlich ein schönes Beispiel war, weil es war gedacht als ein Event, wo wir erstmal unsere Waisenräte zusammenholen. Dann hat es allerdings begonnen, nochmal wie so ein Schritt aus dem Ursprung heraus zu formen, nämlich, okay, lasst uns erstmal das Team, das wir jetzt gerade haben, in dem Moment und wie ihr merkt, es ist auch das am Wachsen. Lasst uns erstmal da in so ein Kennenlernen, in so ein Teambuilding reingehen. Dann sind die Waisenräte ganz organisch dazugekommen. Und dann am letzten Abend, wo 130 Menschen auf einmal da waren und alles organisch so gewachsen ist und auf einmal da war. Und daran merkt man, also gerade in diesen Tagen haben wir gemerkt, wie auch immer mehr dieses, gerade eben wenn es um Gemeinschaft geht, um dieses neue Wir, wie diese alten Strukturen, hat es Katharina vorher genannt, dieses, was viele vielleicht auch als Ego kennen, sich zurücknimmt, dieses Wir immer deutlicher wird. Also selbst die Waisenräte haben gesagt, wieso der Name Waisenrat passt eigentlich gar nicht. Lasst uns einfach Leuchttürme draus machen. Lasst uns, oder wie auch gerade gesagt haben, wir sind alle Dream Team. Es sind nicht nur die wohl gerade hier im Zoom Dream Team dran steht, Dream Team, sondern wir alle sind Dream Team, wir alle sind Leuchttürme. Und lasst uns das wirklich auf Augenhöhe und wirklich in diesem Zurücktreten und dass wir uns zum Werkzeug dieses Göttlichen machen. Leben, so. Genau, und jetzt stehe ich die Links ein.
Oh, so schön, Priska. Es wäre jetzt der Moment, vielleicht, Coco, du hast dir gewünscht, das Video. Ich hoffe, ich teile meinen Bildschirm jetzt richtig. Wollen wir uns das Video anschauen von Pichau, das der Klaas letztes Jahr gedreht hat? Was ist Humus? Freiheit, Gesundheit und Wohlstand. Eine Reise zum Menschen selbst, zu Gott. Und da hat jeder seinen eigenen Weg.
Et voilà. Schön, jedes Mal wieder so eine Freude, das anzuschauen, Klaas. Also das ist so schön, so schön. Ich hoffe, ihr habt's. Ich habe mal ein Message gekriegt, also wir haben ein Message gekriegt. Jemand hat es nicht gehört. Ich hoffe, man konnte es doch hören. Sonst können wir den Link vielleicht noch im Chat einstellen, hm? Ja, das wäre schön, Klaas. Kannst du den Link reintun? Haben wir einen Link? Ich glaube, wir haben keinen Link, weil wir da noch etwas anschauen wollten. Aber sobald wir einen haben, können wir ihn ja verschicken. Ah, okay. Mhm. Ja, will noch jemand was teilen? Ja, also ich bin der Thomas, hallo. Hi Thomas, juhu. Hallo. Hi. Schön zu sehen, wie ihr so viele Menschen vernetzt im Namen der Mutter Erde und des Lichts. Ich bin mit dabei, weil wir haben auch eine Vernetzungsgruppe hier in der Schweiz, die heißt Graswurzler, das kennt ihr wahrscheinlich, oder vielleicht? Ja, klar. Ja, und wir sind da eine Lokalgruppe in der Nähe von Zürich und wir kennen alle das Manifest von euch, aber wir wissen nicht, wie wir uns mit euch vernetzen können. Also vielleicht entwickelt sich das auch erst noch mit der neuen Plattform. Was jetzt meine Frage wäre, ist, gibt es denn irgendwelche lokalen Anlaufpunkte von The Living Earth im Raum Schweiz, Zürich? Gibt es da Gruppen, die schon den Humus pflegen und all das, was er so schön verbreitet? Ja? Das würde mich sehr interessieren. Einfach auch, weil wir uns gerne vernetzen würden, ja? Thomas, ich bin auch aus der Schweiz und wir haben eine Deutschschweizer Living Earth Tribe Gruppe. Also, und ich würde, bist du im Living Earth Tribe? Weil sonst, also ich würde gerne mit dir Kontakt aufnehmen, da müssten wir es nicht hier, kann es dir auch, genau, dann können wir miteinander sprechen. Ich stelle gerade meine E-Mail-Adresse in den Chat. Hä? Und ich bin im Fall auch bei Graswurzle. Okay. Allerdings noch nicht aktiv. Aber ja, super, danke. Ja, weil wir machen ganz viele ähnliche Sachen. Also wir organisieren Sonnenwendrituale und Feste zur Ehren der Fülle und des Lichts und der Schönheit und unserer Göttlichkeit. Deswegen, das ist alles eins, ja. So sehe ich es auch und ich würde mich total freuen, mehr mit euch zu tun zu haben. Genau. Sehr schön. Danke dir, Thomas. Ich bin die Sabine und ich war letztes Jahr im Oktober im Schloss Pichau dabei. Und seitdem ich dabei war, bin ich so im Urvertrauen verbunden mit euch, ob ich euch nur immer sehe oder ob ich bei den Veranstaltungen, den Events dabei bin. Das ist einfach so lebenswirklich, weil die Energie, die ist seitdem bei mir einfach da und schwingt um mich herum und egal, wenn es mal bergab geht, dann weiß ich, dass ich nie alleine bin, weil wir alle miteinander verbunden sind. Also das war für mich so ein Wahnsinnserlebnis, diese Gemeinschaft, diese Liebe, dieses wir wollen eins, wir wollen diese neue Erde, dieses neue Land, diesen Humus, wir wollen einfach wieder leben, unser Leben, unser Ureins des Innerstes nach außen tragen und leben. Und ich bin nicht überall dabei, jedoch ich erzähle überall von uns. Ich verteile noch unsere Kärtchen, ich spreche vom Humus, wenn ich meine grünen Kräuter im Park sammle und die Menschen sprechen mich an, was ich da mache, dann komme ich gleich vom Kraut zur Erde und zum Humus. Und ich danke euch einfach für euer Sein und für diese wundervolle Arbeit, die ihr leistet. Und es ist einfach eine wahnsinns energetische, liebevolle Verbindung miteinander, die uns in die neue Welt, in die neue Erde führen wird. Davon bin ich ganz, ganz, also bin ich ganz sicher. Danke euch. Danke, danke sehr. Ja, ich war in, hier ist der Christian. Ich war ja schon in Christian, wo bist dabei du? Und, Christian, super! Oh Gott, Christian, Gratulation für deinen Kompost, ist ja fantastisch. Ja, ich war ja schon in Büchern dabei, das war ganz klasse und Klaas, du hast es wirklich, die Stimmung so gut eingefangen.
Also ich bin so dankbar für diesen Film, um das immer wieder mir anschauen zu können und das wieder hochzuholen und wieder zu erleben. Und ich freue mich schon auf den nächsten Film, jetzt vom Kompost-Seminar letzte Woche. Ja, und ich habe es jetzt dieses lange Wochenende tatsächlich getan. Ich habe am Samstag viel Material gesammelt, habe ihn gestern aufgebaut und heute gefüllt. Und der erste Wirbelstrom-Kompost, der steht. Wow! Wie viel Grad hat er? Ja gut, er ist jetzt heute Abend um 18.30 Uhr ungefähr fertig geworden. Wow. Da habe ich das Thermometer reingesteckt und da hatte er 25 Grad. Und wenn wir nachher fertig sind, gehe ich dann raus und kann ich ein Foto machen, kann ich euch zeigen, ob die kleinen Jungs da drin schon arbeiten. Ja, schön. Nee, hat echt Spaß gemacht. War richtig gut. Mein Equipment dazu zum Bauen steht, wenn ich nach Hause komme, leuchtet es mir schon entgegen. Und jetzt habe ich mal begonnen, Bokashi anzusetzen. Und ich freue mich auch schon so auf den Moment, wo ich ihn dann fühlen kann. Juhu. Also der Berg ist wirklich groß, der da reinpasst. Ja, das denke ich mir. Ich habe auch schon gesagt, ich brauche wirklich viel, eine große Fläche, um das Ganze durchzumischen. Genau. Ja. Thomas, in der Schweiz hat die, wie heißt sie? Sabina, ich weiß den Namen nicht mehr, im Uertliberg, sie hat 34 Hektar, sie ist die Landwirtin vom Uertliberg und vielleicht könnte man ja was gemeinsam mit den Graswurzeln und mit uns mal machen und dass wir uns dort kennenlernen würden bei ihr. Wir könnten zum Beispiel Kompost anlegen zum Beispiel. Oder ein Humusbotschafter-Geschichte machen auch, Coco. Absolut. Absolut. Ja, kennt ihr Humusbotschafter? Viele von euch wahrscheinlich. Genau, sehr gerne, unbedingt. Für die, die es nicht wissen, wenn ihr auf die Website geht, unter Werdeaktiv, haben wir etwas eingerichtet, wo jeder von euch über Humus lernen kann, nämlich einen Vortrag, den der Franz geschrieben hat, den wir als PDF auch eingestellt haben und gleichzeitig auch als Video, wo jeder von euch in der Region solche ein Humus-Event organisieren kann, wo ihr dann den Vortrag haltet. Und es ist okay, nicht der Superprofi zu sein. Es ist einfach so spannend und so großartig, sich mit der Basis von diesem lebendigen Organismus zu beschäftigen, von der wir also oft so noch keine Ahnung gehabt haben, wie großartig das ist. Und gleichzeitig ist es ein Vernetzungsevent. Also ihr könnt eure Nachbarn einladen, mit denen ihr vielleicht noch nie gesprochen habt oder Menschen aus eurer Umgebung oder auch von weiter weg, mit denen ihr in Kontakt treten wollt. Und jeder teilt dann dort neben dem Vortrag, was ist so sein eigenes, womit beschäftigt er sich gerade, was kann er in die Gemeinschaft einbringen und was braucht er aus der Gemeinschaft. Dort wird dann auch geteilt, wo ist die nächste Quelle, wer hat einen Ofen zu Hause, wer kennt sich mit Kräutern aus, vielleicht gibt es eine Hebamme oder Therapeuten. Es gibt so viele Schätze in unserer nächsten Umgebung, von denen wir überhaupt noch nicht wissen, welche Potenziale da vorhanden sind. Und es ist jedes Mal großartig, wie sich das wie so ein Puzzle zusammensetzt, wenn man da drauf kommt, welche Schätze in meiner eigenen Umgebung sind. Und so beginnt die lebendige Erde sich zu entwickeln, weil wir uns dann vernetzen und eben auch drauf kommen, wer hat Kontakt zu Biobauern, wer kennt sich mit Wildkräutern aus. Das sind Fragen, die haben wir auch hineingestellt, in die Anleitung, wie man so ein Humus-Event organisieren kann. Und das wollen wir euch quasi übergeben, dass jeder von euch so ein Event organisieren kann. Und dafür haben wir eben auch alles aufgeschrieben, wie man das machen kann. Und wir hören immer wieder ganz großartige Geschichten, was bei diesen Events für Zusammenführungen passiert sind und was für lebendige neue Symbiosen da entstehen, wenn man das organisiert. Ja, genau. Ich auch gleich rein. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Rostock. Ich mache eine Humus-Konferenz in Rostock. Und die Saskia Kuhl ist hier. Ich mache auch einen Görlitz. Das wird im September sein und ich bin jetzt eben im Moment bei Straßburg in der Nähe, fahre dann über Karlsruhe, werde die Rahel treffen, dann fahre ich zur Bittetina nach Heidelberg, ich hoffe die Angelika in Karlsruhe, genau, und dann fahre ich nach Frankfurt und falls ihr irgendwo da in der Nähe seid, dann komme ich auch noch gern bei euch vorbei und falls ihr zwei, drei Leute einladen möchtet, können wir noch ein kleines Humus-Event organisieren, why not?
Noch jemand, der was gerne sagt? Ich denke, wir schließen langsam, aber wenn jemand gerne noch was sagen möchte, sehr, sehr gerne. Inge, magst du noch was sagen? Ich wollte nur was sagen. Ja, unsere Bauern, wenn die von ihrem Kompost reden, dann hat man das Gefühl, sie sprechen von ihren Kindern. So ist es. So schön können die von ihrer Erde sprechen. Das ist wunderbar. Und es gibt auch einen kurzen Film von der Solarco. Das ist in Steiermark. Den kann man sich auch anschauen, wie wir als Gemeinschaft auch zusammenleben und tun, wenn jemand Interesse hat. Gut, danke. Ja, sehr gerne. Gerne den Link einfach in die Gruppe reinstellen, in den Chat rein. Ja, mache ich. Inge, magst du noch was sagen? Ja, hallo, schönen Abend. Ich bin voller Freude, auch zu euch gestoßen zu sein über den Thomas. Bin noch ein bisschen auf der Suche, wie ich euch am besten unterstützen kann. Momentan inspirieren mich am meisten Bücher, die ich gerne weitergebe. Ich bin Übersetzerin von Beruf, also ich würde gern auch etwas beitragen, was mit Englisch zu tun hat, wenn das geht. Und ich beschäftige mich einfach auch sehr mit unseren Themen und hoffe, dass ich Gutes zur Struktur und zum Aufbau der Navigation der Plattform beitragen kann. Und habe mich jetzt gefreut, all die von euch, die ich bisher nur vom Namen kannte, auch mal mit Gesicht beizutragen, also die Gesichter sehen zu dürfen. Und mich interessieren ganz speziell auch die Themen Heilung und das Thema Kinder. Ganz speziell aus der Sicht von Human Design. Da hätte ich auch ein paar Ideen, die ich einbringen möchte. Die Zyklen, astrologisch, kosmisch und einfach viele, viele Themen. Und ich freue mich drauf, mitwachsen zu können in die neue Erde. Inge, es ist so schön, dass du im Team bist und ich wusste nicht, dass du heute dabei sein kannst und darf dir hiermit Danke sagen. Die Inge war so wunderbar und hat mir zwei Bücher geschickt, wo ich mich noch zwar über den Thomas, aber noch nicht gar nicht persönlich bei dir bedankt habe. Und ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit, auch auf bei der Navigation und ich weiß, es wird noch so viel, 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 viel mehr werden. Dankeschön. Ich auch sehr, vielen, vielen Dank. Die Bücher übrigens für alle, die es interessieren könnte, sind von der Penny Kelly, einer Amerikanerin, die eben auch eine Vision von der neuen Erde hatte. Ich habe heute das nächste Buch ausgelesen, das bringe ich dann nächste Woche mit und ich komme aus dem Staunen nicht heraus und auch aus der Dankbarkeit all das jetzt besser verstehen zu dürfen und dann auch weitergeben zu dürfen. Danke. Genau, die Inge kam reingeflattert mit unserem Thomas. Der Thomas kam zu uns und hatte auch eine ähnliche Vision wie das Manifest der neuen Erde und eine Plattform aufbauen, kam zu Katharina und sagte, anstatt dass wir das jetzt separat machen, machen wir das doch zusammen. Und er ist jetzt steht uns vollkommen zur Verfügung, hilft uns, wie gesagt, bei diesen technischen Geschichten, ist auch die direkte Verbindung jetzt mit dem Anthony und dann wieder zu der technischen Equipe. Und da kam die Inge mit und ist jetzt auch Teil von unserem Team. Also so geht es einfach. Wir ermächtigen uns irgendwie selber. Also das ist irgendwie schon, oder? Es braucht irgendwie gar keine Einladung. Man ist plötzlich mit dabei und dann hat man auch was zu tun. Genau. Das ist überhaupt etwas, was ich so, wo ich so dankbar dafür bin, weil ich so merke, wir alle haben einfach Ja gesagt dazu, dass wir im Dienst sein wollen und es kommt alles, was wir brauchen, kommt einfach automatisch zur richtigen Zeit an den richtigen Platz zu uns allen und das ist so großartig, schön zu erleben. Und ich gebe das auch so gern weiter, weil es so eine Einladung ist für jeden einfach zu sagen,
ich gehe raus aus den Ideen, wie es sein soll und öffne mich einfach dem Leben, das durch mich gelebt werden will, dem Ausdruck, der durch mich in die Welt kommen will. Und da öffnen sich die Türen und die Herzen. Und das ist wunderschön. Ich möchte noch gerne an der Stelle auch herzöffnend ergänzen zu dem, was wir gerade vorher zum Humusbotschafter und zu den Humus-Events gesagt haben, weil wir es jetzt schon auch öfters in den E-Mails hatten. Wenn du das Gefühl hast, dass du es gerade noch nicht selber machen möchtest, dann schreib uns doch eine E-Mail an Dreamteam, der newearthmanifesto.com. Vielleicht, wir sind ja jetzt schon relativ viele, vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe, vielleicht strömen wir, oder Coco habe ich gerade im Chat gelesen, vielleicht strömt Coco gerade irgendwo vorbei oder irgendwer von uns, sodass wir dann mit dir gemeinsam so ein Humus-Event in deiner Region machen. Also auch da nochmal die Einladung dazu, da wird so viel Potenzial sichtbar in deiner Region. Das ist wirklich unglaublich, glaube ich, an der Stelle. Danke euch, schön, dass ihr alle da seid. Mag noch irgendjemand irgendwas teilen oder ergänzen? Aber noch ein Song, oder? Genau, und das ist übrigens der Franz auch da, habe ich gesehen. Oh, der Franz, oh, der Franz, bitte kennenlernen. Und der Franz, falls ihr ihn noch nicht kennt, aber ihr kennt ihn eh schon alle, oder? Wo ist er denn? Der Franz noch nicht. Schönen guten Abend in die Runde. Hallo, ihr Lieben. Hey, wo bist du? Ah, da. Die Maggie kommt auch noch. Schön. Ja, die Maggie ist auch noch da. Schön. Mag noch jemand von euch etwas teilen? Ansonsten würde ich sagen, wir teilen unsere Freude darüber, dass wir alle geboren sind, speziell mit unseren Geburtstagskindern, die jetzt gerade gestern und heute Geburtstag feiern, und das Buch von der Anne-Christine, das auch heute, glaube ich, Geburtstag hat. Und ich darf im Geburtstagssong. Wenn ihr wollt, macht gerne eure Mikros auf. Wir machen das so gerne am Schluss immer, dass wir uns alle auch hören können. Juhu! Wie schön, dass wir alle geboren sind in dieser abenteuerlichen Zeit. Das ist wahrscheinlich live noch schöner. Happy birthday to you. Happy birthday.
Halleluja. Dann lassen wir uns mit, man hat gar keine Lust zu gehen. Oh? Wer hat Lust zu gehen? Niemand. Wir können uns noch ein bisschen in die Augen schauen. So schön. Merci Benedikt aussi. Malgré le français, malgré l'allemand, t'es resté, c'est trop chou, merci, merci. So lieb ist sie geblieben, oder? Obwohl sie kein Wort versteht. Voll mit uns, voll mitgetanzt, voll Happy Birthday. Auf Schweizerdeutsch sagen wir wie bestellt und nicht abgeholt. Oh. Katharina, kannst du ein bisschen lauter machen? Ich so gerne. Mi cuerpo, agua, mi sangre.
Thank you.
Katharina. Take care of you, nurture you.